Ich zeige dir heute, wie du in Logic Pro gelayerte Sounds erstellen kannst und wie du sie anschließend als eigenes Instrument abspeichern kannst. Viel Spaß! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn du schneller und effizienter in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du deinen Workflow in Logic massiv verschnellern kannst. Unten im ersten Kommentar angepinnt, also bitte unbedingt runterladen. So, und jetzt geht's los. Was sind eigentlich gelayerte Instrumente? Gelayerte Instrumente oder gelayerte Sounds sind auch sogenannte Patches, das heißt, es ist ein Sound, der besteht aus mehreren Instrumenten, zum Beispiel aus einem Piano und einem Flächenpad oder einem Piano und zwei oder sogar drei Flächenpads. Damit kannst du große, fette Sounds erreichen, zum Beispiel für Sounddesign, aber es kann auch für Musikproduktion nützlich sein oder einfach um den Workflow zu verschnellern. Wir fangen mal an und legen uns das erste Softwareinstrument an und da möchte ich dir gleich ein paar Tipps geben, wie du das einfacher machen kannst. Normalerweise, wenn du dir in Logic Pro ein Softwareinstrument erstellst, dann ist hier Standard Patch eingestellt. Ja? Und wenn du das erzeugst, hast du meistens irgend so ein nerviges E-Piano, das zwar ganz gut klingt, aber das du jetzt vielleicht gar nicht im Moment für deine Produktion brauchst. Und deswegen empfehle ich dir, hier voreinzustellen bei Softwareinstrument, dass du einfach leeren Channel Strip auswählst. Was nämlich dann passiert ist, dass du tatsächlich ein leeres Instrument hast, ja? Also auch ein leeres MIDI-Instrument. Dann hier gleich noch ein Tipp, wenn du dir mehrere Instrumente anlegen möchtest, also mehrere MIDI-Instrumente, dann kannst du hier draufklicken, das heißt, du aktivierst diese Spur. Und wenn du jetzt hier unten doppelklickst, siehst du das, dann entstehen mehr Instrumente. Okay, das heißt, du musst nicht jedes Mal einen neuen öffnen, sondern ich habe jetzt drei leere Channel-Strips und die brauche ich auch. Das oben hier lösche ich und wir fangen einfach mal an mit dem Instrument Nummer 1. Ich nehme jetzt mal ein Piano, ich möchte einfach mit einem Piano anfangen, meinen gelayerten Sound. Ich gehe hier auf Factory, Classical Piano, nehmen wir hier gleich das erste. Und das klingt so. Das ist mein erster Sound, mein Grundsound. Und der klingt auch so ganz gut, da möchte ich gar nichts verändern. Als zweiten Sound, also als gelayerten Sound, möchte ich jetzt was, was ein bisschen brassmäßig klingt. Okay? Und das geht am besten, ja, könnte ich über den Sampler auch machen. Ich nehme aber jetzt den ES2. Weil die haben ganz gute Brass-Patches hier in Logic. Du siehst auch, ich verwende nur Logic-interne Instrumente. Hier gibt es eine Brass-Section. Ich glaube, Bright Saw Brass klingt auch ganz gut. Okay, der klingt schon ganz gut. Er klingt ein bisschen trocken und er klingt auch ein bisschen aggro so in den Höhen. Ich drehe mal den Cut-Off runter. Ja, so bringe ich den Sound gleich so ein kleines bisschen mehr in den Hintergrund. Könnt ihr noch mal ein bisschen runtergehen. Genau. Und jetzt möchte ich noch etwas mehr Hall. Das ist bei dem ES2 hier unten. Okay, das ist mein zweiter Sound und ich denke, der wird schon ganz gut mit dem Piano harmonieren. Er ist nur ein bisschen laut, das muss ich nachher noch einstellen. Jetzt möchte ich als dritten Sound noch einen Layer oder als drittes Layer möchte ich noch einen Sound, so einen Arpeggio-Sound, dass ich noch in dieses ganze Soundgefüge hier noch ein bisschen Bewegung reinbekomme. Und das geht ganz wunderbar mit Alchemy. Wenn du hier Arpeggiated auswählst, dann kommen Sounds, die ein Arpeggiator schon sind. Ne? Das heißt, er arpeggiert jetzt hier schon meine Akkorde. Ja. Können wir den 80er Pop-Synth-Arpeggiator hier wählen. Nehmen wir mal den und dann mache ich aber gleich noch ein kleines bisschen Hall dazu. Vielleicht so ein Synth-Hall, weil der klingt mir auch so ein bisschen zu präsent. Genau, und ich versuche auch dann hier noch ein bisschen den Cut-Off runterzuregeln, dass auch ein bisschen im Hintergrund ist. Okay, um jetzt diese Sound gleichzeitig abspielen zu können, diese drei, muss ich sie in ein eigenes Patch legen, beziehungsweise in einen eigenen Summenstapel, heißt das hier in Logic. Ich habe das hier bei den Tastaturkurzbefehl S, du kannst aber auch hier einfach auf Spurstapel erzeugen gehen. Ja, ich habe mir den Tastaturkurzbefehl angelegt, ich nehme jetzt hier einen Summenstapel, das heißt, ich packe diese drei Spuren jetzt in diese Summe rein. Und wenn ich die jetzt auswähle, ich nenne das mal
hier einfach Patch. Dann, wenn ich jetzt hier oben in dieser Hauptspur bin, dann und anschlage, dann erklingen alle Instrumente gleichzeitig. Ja? Ja, und so kannst du schöne, breite Soundwelten erzeugen, wie gesagt, für Sounddesign oder auch für Musikproduktion. Eine Frage, die ich öfter gestellt bekomme, ist noch, wie kannst du jetzt so einen Sound speichern? Auch das ist in Logic ganz einfach. Du gehst hier einfach auf Benutzer-Patches. Hier habe ich schon ein paar von mir drin. Und jetzt kannst du hier auf Sichern gehen. Siehst du hier unten? Und dann kannst du dir diesen Song hier einfach abspeichern als Patch. Und dann finde ich den jetzt auch wieder. Mache ich jetzt nicht, aber du wirst ihn dann hier später wiederfinden in dieser Spalte. Und so kannst du dir ganz einfach eine Library mit eigenen Sounds anlegen. Jetzt interessiert mich natürlich, hast du schon die eigene Synth-Patches erstellt? Wusstest du überhaupt, dass das geht oder arbeitest du viel damit? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Und für was nutzt du solche Synth-Layer gerne? Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über einen neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder im nächsten Tutorial. Viele Grüße aus Alicante und bis dann.